we failed, please do whatever it takes to stop them before it's too late. Ja, ja. Ist gut. Ja, den Tunnel haben wir schon gesehen. Ich glaube, das ist der Tunnel, von dem sie gesprochen hat. Warum sind denn hier überall diese Farbflecken? Wenn es Farbflecken sind. Ich glaube, ich weiß, welcher Tunnel das ist. Ja, ja. Die Augen Saurons. Ach, jetzt kommen wir hier rüber. Achso. Da ist der Tunnel. Da müssen wir hin. Und der führt uns nach da. Na, da bin ich aber gespannt. Da lassen wir mich mal überraschen. So, hallo Freunde. Möchte mich nicht hier einer... Guck mal, leuchtende Pilze. Nee, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen. Also hier Spiele und so, Winterspiele. Boah, ich habe eigentlich so generell... Also 2014 war ja definitiv, oder ist es immer noch, 2014 war mein Spiel, also ich habe eigentlich immer so ein Spiel, was ich immer im ganzen Jahr küre, für mich selber, privat, wo ich immer sag, das ist das Spiel, wo ich sag, das war mein Spiel 2014 zum Beispiel. Also 2014 war zum Beispiel mein Spiel Alien Isolation. Weil, das hat definitiv meine Erwartungen übertroffen. Auch wenn es seine Bugs hatte und alles, aber, ja. Dies Jahr bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, was mein Spiel dies Jahr ist. Es müssen ja nicht immer so AAA-Titel sein. Vor allen Dingen, warum bin ich nicht einfach in den Tunnel gelaufen? Egal. Ach, guck mal da oben. Word has come in of a suspected attempt to sabotage our operations at Area 634. The report indicates a soldier from the Pathfinder Division may have committed himself to treason by planning to use the Thanatos cannon prototype being developed at Astra to destroy the reactor. Also wie gesagt, ich, ja, ist ja gut, Alter. Perpetrator, suspecting him as a potential Soviet operative. Since we only have one man's word to go on, we will need to catch him and any other accomplice in the act. As such, guards will be posted discreetly at Astra. Nothing will intervene with Pendulum's completion. Yes, of course. Yes, of course. Yes. Nee, es können, also wie gesagt, bei mir ist es immer so, wenn ich dann halt sage, das ist mein Spiel dieses Jahr. Es muss nicht immer so ein AAA-Titel sein, sag ich mal, wie Battlefront oder The Division oder Tralala oder keine Ahnung, oder ein Call of Duty oder so. Es können auch kleine Titel sein, wie zum Beispiel jetzt hier das Valley oder so. Es müssen nicht immer so Riesentitel sein. Und wie gesagt, dies Jahr schwank ich so ein bisschen schwei. Vielleicht habe ich auch zwei Spiele. Wollte ich gar nicht. Aber egal. Hat geklappt. Ist es der Tunnel? Okay. Ja. Das soweit dazu. Alter, 14 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Willkommen zur Let's Play Live Show. Für mich war Tomb Raider eine sehr große Überraschung. Das Neueste, was nur für die Xbox kam und jetzt auch demnächst für die PlayStation kommt, das habe ich ja selber noch gar nicht gespielt, also kann ich noch gar nicht so sagen. Aha, wir müssen irgendwie in die Richtung. Laut Kompass. Boah, mir juckt die... Warte mal, ich muss mal... Mir juckt voll die... Huch, mir juckt voll die Nase. Nö, nee, das davor. Ach, das, oh, wie hieß es denn noch? Ah, ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch gehabt. Das habe ich aber damals von meinem Freund, den habe ich Freund ausgeliehen und nie wieder gesehen. Der hat das, glaube ich, immer noch. Weiß, egal. Soll aber halten. Zellblock A.
Sind wir am Humpeln? Nee, wollte schon sagen. Da liegt, glaube ich, ein Zettel, ne? Aha, Edwin Hall. Boah, die Matratze könnte auch mal gewechselt werden hier. Boah, Boah, voll so... Boah. Braune... Druckflecken. Und hier, ein Tablett. Tablet. Virginia King. Was haben wir hier? Musikbox. Ich habe gerade eine Trophäe erhalten. Da stand Her Darkest Hour. Boah, ist das gruselig. Gruselig. Oh, warte mal. Geht die auch wieder zu? Oder bleibt die jetzt so... Ah, die bleibt wahrscheinlich offen, ne? So viel Animation... So viel Geld hatten sie für den Animator nicht. Dass sie wieder sich schließt, ne? Ja, genau. Ach, das ist ja krass. Wenn man da drauf zeichnet und weiter weg ist, ist die Schrift kleiner. Das ist ja krass. Hui. So, Zellblock B. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in diesem Tunnel sind, den ich mir... Mann, ich wollte nochmal in diesen... In dieses Maul reinlaufen. Mann... Ich hoffe, wir... Da wurde einer hingeschleift. Nach hier hin. Und dann wurde er anscheinend hier aufgegessen. Von etwas, was ich nicht gerne... July 29, 1945. Interrogating suspects involved in the attempted sabotage. Listen, just be upfront with us. Are you Soviet spies? No! For the last time, this has nothing to do with politics. All right, calm down. Just tell us your reasons. You know how insane Fisher has become. He's willing to destroy this entire valley to... What the hell was that? Was war das denn? Das klang ja nicht so spannend. Das klang ja nicht so... toll. Ah, wir kommen doch noch dahin, oder? Kann das sein? Oh ja, Gott sei Dank, ich dachte schon. Toll, da hätte ich einfach runterspringen können. Nein, der... Hallo, Freunde! Wie die mich sofort gesehen haben, ne? Dein Bruder habe ich schon erledigt. Wo bist du? Ah, da ist er ja. Na, aua, Alter. So, jetzt hol ich mir erstmal meine Energie wieder. Ich hoffe, hier ist sonst keiner mehr. So. Hallo. Mehr Energie kriege ich nicht von dem? Das war wenig. Okay, ich gehe erstmal außen rum. Um erstmal sicher zu gehen, ob wir hier nichts verpassen. Ah ja. Ein Medaillon nehmen wir wieder mit. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Medaillons nochmal waren. Ne? Die Champignon-Medaillons. Mit Rahmsoße. Boah, geil. Oh. Puten-Medaillons. Mit Champignon, Rahmsoße. Und Pommes. Oder Bratkartoffeln. Entschuldigung. So. Ah, guck mal, da oben sind schon wieder die Kugeln gespawnt. So, einmal, zweimal. Weil ich möchte nicht ganz ohne Energie da reingehen, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da... Das sieht lustig aus.
Ja, ich erwähne es nochmal. Die Slendermacher, ja? Waren das hier. Mit dem Spiel. Oh, warte mal, warte mal. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Jetzt drücke ich auch noch Pause. Ja, ich weiß, ist nervig. Ich habe aber total vergessen, die Mitteilung auszumachen. So, da sind wir wieder. Ich vergesse das immer wieder. Dass ich die Mitteilung doch ausmachen muss. Verdammt. So. Aber durch das neue System-Update geht's ja eigentlich. So, hier ist noch eine Kiste. Und wieder ein Champignon-Medaillon. Ein Puten-Medaillon. Ich freue mich auf das Dark Souls 3 DLC. Du, ja, ich habe Dark Souls 3 noch gar nicht gespielt. Ich muss das auch irgendwann mal nachholen. Ich hoffe ja immer noch, dass Bloodborne 2 kommt irgendwann. So. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Das sieht aus wie so eine Ausgrabungsstätte hier, ne? Hier so mit Leiter und tralala. Naja. Was soll mich da schon großartig erschüttern? Was soll mir hier schon passieren? Hallo? Ich habe mir nur Strom genommen. Warum sind hier so viele Generatoren? Alter, erschreck mich doch nicht so. Warum habe ich das nicht... Ich habe es doch irgendwie gewusst, oder? Dass hier... Alter, da fliegt mir schon gleich die... Guck mal, die Drecksäule. Verstecken die sich hinter der... Alter. Waren ein paar Dreckschweine. War es das jetzt? Ich glaube ja. Alter. Oh, guck mal hier. Hier liegt eine Haselnuss. Die nehmen wir mit. Den Strom ziehen. Ah, man kann die auch so einsammeln. Ah, so, das ist schon mal gut zu wissen. Ah, geil. Wieder voll. Okay. Das wollen sie aber wirklich wissen, ne? Die Viecher. Oh, wir kriegen ein neues Upgrade für unseren Anzug. Geil. So. Ah, ja. An der Wand rennen. Aha. Jetzt wissen wir auch, wofür dieses... Oh Gott, ich habe Angst. Take your squad to the train loading dock connecting to the tram tunnel. It should prove an ample testing ground for this latest upgrade. Report back by the end of the day tomorrow. What the fuck? Erinnert mich ein bisschen an Prey, muss ich sagen. Aber volles 3. An Prey auf jeden Fall. Ja, Mafia 3 definitiv. Soll und wird gespielt. Alter, wie krass. Was ist das denn da hinten? Achso, das ist für die Haselnüsse, oder? Ein Bonusraum mit stinkenden grünen Füßen, Alter. Wir haben schon lange keine Fußpflege mehr gesehen. Mit einem neuen Anzug-Upgrade. Jawohl. Ein neuer Energieklumpen kriegen wir dazu. So. Aber wie geil das ist. Das erinnert voll an Prey jetzt gerade mal. Das ist voll verstörend. Guck dir das mal an. Oh Gott.
Dann bräuchtest du keine Treppe und keinen Fahrstuhl mehr, wenn es solche Anzüge geben würde. Überleg mal. Gehst du einfach mal morgens am Büro einfach mal die Hauswand entlang. Aber ich glaube, da könnte auch einem sehr schnell schwindelig werden bei. Ich würde gern ein Leben geben. Wie geht das? Ach so, genau. Leben geben. Leben geben. Ich frage mich, wie lange wir noch brauchen bis zur Facility. Ach, das fällt mir jetzt erstmal auf. Jedes Mal, wenn dieser Blitzeinschlag kommt, verlieren wir oben bei der Energie einen von unseren grünen Blättern. Heißt es, wir sterben gleich? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich lasse mich da echt überraschen. Also müssen wir mal drauf achten, wenn nächstes Mal dieser Blitzeinschlag kommt und das Bild so dunkel wird, verlieren wir oben links am Bildschirmrand dieses dreiblättrige Kleeblatt, wollte ich gerade sagen. Dieser Strauch da mit den Blättern, verlieren wir ein Blatt. So. Wo sind wir denn? Wo ist denn jetzt hier die Facility? Ach, jetzt sind wir hier. Ach so. Ach, jetzt macht das Sinn. Hallo, Freunde. Kann ich auch springen? Wollte ich gar nicht. Nein. Alter. Ach so, okay. Macht Sinn. Deswegen ist hier unten auch eine Wand, damit du nicht wieder den ganzen Weg laufen musst. Weil es wäre ja sonst blöd. Sonst müsstest du ja den ganzen Weg wieder durch die Höhle latschen und so. Okay. Oh, das ist ja geil. Also die haben sich richtig Mühe gegeben, ne? Muss man ja mal sagen. So, ich schaue nochmal eben... Nee, warte mal, hier waren wir doch schon. Dann gucken wir mal. So, wo sind wir hier? Die ganze Zeit dieses... Alter, raschel, 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 raschel. Ja, raschel, raschel, raschel doch noch lauter. Note from a worker. Eine Nachricht von einem Arbeiter. Mir ging's so schlecht, ich bin so deprimiert. Ich laufe an Wänden entlang. So. Oh Gott. Also für mich wäre das schon mal nichts, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn sowas geben würde. Ich habe ja ein wenig Höhenangst. Das wäre ja nichts für mich. Oh, geil. Warte. Huch, Entschuldigung. Hier auf meine Schulter. So. Geronimo! Ab wann muss ich springen? Jetzt! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Wow! Alter! Willst du mich verarschen? Das war aber mies jetzt gerade mit dem... Mit diesem mit dem Waschbecken wollte ich sagen, mit diesem Becken da, dass es auf einmal urplötzlich auftaucht. Dramatische Musik. Ja, dramatische Musik. Ja, dramatische Musik. Dramatische Musik. Wo müssen wir... Achso. Ich verstehe. Die nehme ich noch mit, die beiden. So, mal gucken, komme ich da dran?